Da stehen sie im Mediamarkt vor den Backöfen und da steht, der hat ein kabelloses Thermometer da drin, das die Temperatur der Speise fühlt. Und sie fragen sich, wie soll das gehen? Wenn ich das bezahlen soll, will ich wissen, wie das geht. Oder sie stehen vor einer Waschmaschine, die hat Powerwash. Oder die andere, die hat Powerwash 2.0. Hey, und was ist da der Unterschied? Das fragen sie dann den Verkäufer, wenn sie einen erwischen. Und dann steht der arme Mann da und denkt sich, hey, schon mal gesehen, wie viele Waschmaschinen und Öfen hier sind? Was soll ich denn das alles wissen? Ja? Jetzt macht er so, Moment mal, guckt auf sein Phone und findet es für sie raus, weil er nämlich eine App hat. Die hat Miele gemacht. Und das gehört zu den Dingen, die ich mag, weil sie einem das Leben als Kunden irgendwann auch weiter, auch leichter machen. Und dafür geht der E-Learning Award in der Kategorie Nachhaltigkeit an Dr. Steffen Ritzenhoff von Creos Lernideen und Hermann Ortmeier von Miele. Jetzt muss ich Ihnen noch sagen, warum es die Kategorie Nachhaltigkeit ist. Das Problem bei einer Miele-Waschmaschine ist, die geht nie kaputt. Die können Sie Ihren Enkeln vererben und irgendwann kommt Ihr Enkel und sagt, und was ist das und warum geht die Lampe nicht mehr? Und bei diesen Dingern lohnt es sich auch nach 10 oder 20 oder 30 Jahren irgend so einen Fühler auszuwechseln oder eine Lampe. Und dann muss eben der Elektriker dann auch wissen, was das ist, weil der guckt auf eine Historie von, ich weiß nicht wie viele Geräten, über 30 Jahre zurück. Da braucht er auch die App, weil guck mal, warte mal, damals 2018. Deswegen die Kategorie Nachhaltigkeit. Ja, lass uns einen Schritt nach vorne machen. Genau, hast du vielleicht noch einen Award über für die Herrschaften? Okay. Bitteschön. Ja, bevor wir jetzt hier zur Tupper-Party E-Learning Miele werden, vielleicht in das Projekt selber mal reingegangen. Nachhaltigkeit heißt natürlich beim Thema E-Learning mittelfristige Planung, dass Schritte aufeinander aufbauen, dass auch eine Anerkennungskultur für die Lerner entsteht und natürlich auch, dass es ein gemeinsames Stakeholder-Management gibt. Ihr habt es natürlich ein klein bisschen leichter, weil ihr seid ja immer noch Inhaber geführt bei Miele. Wer ist im Moment gerade der Häuptling bei euch? Markus Miele und Rainer Zinkern sind zwei Familien, die beide das Unternehmen zusammenführen. Ja, Herr Ortmeier, ich habe ja schon viel gehört in den Jahren, in denen ich jetzt Herausgeber des E-Learning-Journals ist. Aber was bitteschön ist E-Information? Ja, wir grenzen in der Zwischenzeit E-Learning von E-Information ab, weil E-Learning hat was mit Lernprozessen zu tun. Didaktisch wertvoll aufbereitete E-Learning-Inhalt, die wir dann mit den Agenturen machen. Bei E-Information ist das, was wir bei Miedepedia haben, eigentlich ganz stumpf Informationen auf eine Seite getan, die mit einer leistungsfähigen Suchfunktion verbunden sind. Und man kann dann gezielt, so wie Sie das auch richtig erwähnt haben, schauen, was ist eigentlich Powerwash 2.0, wo ist der Unterschied? Es hat dann wirklich weniger was mit Lernen zu tun, als vielmehr sich gezielt über bestimmte Ausstattungsmerkmale zu informieren. Ja, ich nehme an, dass der Begriff ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass E-Learning auch immer stärker ans informelle Lernen ranwächst, dass E-Learning auch immer stärker an Wissensmanagement ranwächst. Da will ich doch mal jemanden fragen, der sich da auskennen müsste. Herr Dr. Stefan Ritzenhoff, Sie sind von CREAS, Sie sind Projektpartner seit vielen Jahren von Miele. Wie nah ist denn jetzt dieses Konzept an informellen Lernen dran? Das ist ziemlich nah an informellem Lernen dran. Eigentlich ist es informelles Lernen, weil eben nur selbstbestimmt gelernt wird und letztlich wird einfach nachgeguckt. Wenn wir bisher eben von Lernen gesprochen haben, dann sind wir jetzt bei der E-Information eher beim Vorsagen. Und Vorsagen ist auch wichtig, da komme ich auch weit mit. Und wenn man dann ablegt, dass man sagt, naja, du musst hier eine Prüfung bestehen, es geht letztlich um die Prüfung, die der Kunde dir stellt, der dir Fragen stellt, die du nicht beantworten kannst. Du hast natürlich vorher gelernt, auch eine ganze Menge im Vorfeld, wie funktionieren die Waschmaschinen insgesamt, aber was Powerwash 2.0 ist, weißt du halt nicht. Und das guckt man dann so nach, wie man es braucht. Das ist informelles Lernen. Ja. Lass uns doch da noch mal ein bisschen aufräumen mit den Begriffen. Wir haben auf der einen Seite, nehmen wir das Beispiel Miele, ihr macht seit sehr, sehr vielen Jahren E-Learning. Davor gab es aber auch schon Weiterbildung. Das heißt, es gibt das formale Lernen. Das formale Lernen, was halt in E-Learnings oder eben in Präsenz halt organisiert ist. Es gibt das nicht formale Lernen, das heißt, das, was zum Beispiel zwischen Vorgesetzten und zwischen den Mitarbeitern passiert. Und es passiert das in Anführungsstrichen Learning by Doing, das heißt, da
wo ich mir selber die Kompetenzen aneigne. Die Frage ist doch letztendlich, wo geht die Reise hin? Können Sie das bereits erkennen, weil Sie können ja die Hubschrauberperspektive einnehmen. Sie haben so viele Projekte, an denen Sie beteiligt sind. Wenn wir heute über arbeitsplatznahes Lernen sprechen, sprechen wir da jetzt eigentlich zukünftig über einen Mix von informellen Lernen, nicht formellen Lernen und formellen Lernen? Genau das glaube ich. Denn bisher war es so, dass man, als man E-Learning eingeführt hat vor 15 Jahren, 20 Jahren, hat man immer gesagt, das ist jetzt unabhängig von Ort und Zeit. Wir haben festgestellt, bei den Sachen, die wir anbieten, den Mitarbeitern, ja, die lernen immer zwischen 9 und 12. Um 12 gehen sie dann zum Mittagessen, da wird nicht gelernt. Und dann lernen sie wieder von 13.30 Uhr bis 16 Uhr und dann wird wieder nicht gelernt. Und sie lernen immer an ihrem Arbeitsplatz. Das ist nicht unabhängig von Ort und Zeit. Das ist gerade abhängig von Ort und Zeit. Und jetzt wird es eigentlich erst so, dass Stück für Stück wirklich unabhängig von dem Ort und der Zeit gelernt wird, nämlich entsprechend dem Lernanlass. Und dieses lernanlassbezogene Lernen ist eine wunderbare Ergänzung. Und ich sage bewusst nicht, das ist der Ersatz, sondern es ist eine Ergänzung zu dem, was man vorher an Grundlagen gelernt hat, formal. Ja, lass uns nochmal zurückgehen zu dem Projekt selber. Meine letzte Frage, ihr habt den Bottom-up-Ansatz gewählt. Was heißt das für euch? Es geht letztendlich um die Frage, von wo kommt das Projekt? Wird es initiiert durch die Geschäftsleitung, durch die Stakeholder oder wird es initiiert durch die Lerner? Es ist in diesem Fall ein bisschen beides gewesen, wobei es war ja schon mehr von den Lernern selbst. Ich habe in einem Workshop in Großbritannien gewesen, wo gesagt worden ist, Mensch, wir hätten gerne mal so ein Ding, wo man alles schnell nachlesen kann. Und eigentlich war das die Geburtsstunde des Milipedias. Also es kam wirklich von den Trainern in den Vertriebsgesellschaften, die so etwas haben wollten. Also schon von unten nach oben. Und dann war das Ding da und jetzt finden es alle gut. Doch nochmal tapfer nachgefragt. Letzte Frage. Ihr seid international aufgestellt. Das heißt, ihr müsst euren Lerncontent in ganz, ganz vielen Ländern zur Verfügung stellen. Wie macht ihr das mit der Lokalisation? Es ist häufig, höre ich doch, das ist ganz schwierig, dann halt den gleichen Lerncontent in anderen Ländern zu verwenden. Das, was wir machen, ist ein Angebot, was die Vertriebsgesellschaften bekommen zur Adaption. Es gibt ein leistungsfähiges Content-Management-System, in dem sie dann übersetzen können, aber auch sprachlich, kulturell anpassen können. Das funktioniert in den Ländern und unabhängig davon, dass es viel zu übersetzen und anzupassen geht, ist es nicht schwierig. Schönes Schlusswort, es ist nicht schwierig, es war nicht schwierig. Kommt hier bitte zu einem Pressefoto. Einen herzlichen Applaus für die Preisträger von Miele und Kreos, Hermann Ortmeier und Dr. Stefan Ritzenhoff.